Mit den Masks! Geckos Spezialstein. Warum gehen wir nochmal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen. Ja, schon, aber ich habe dort meinen Spezialstein liegen gelassen. Ich war traurig, wenn er weg ist. Keine Sorge, Greg. Ich habe Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn. Da ist er. Ich habe ihn für dieses Foto kurz weggelegt. Und dann habe ich ihn dort vergessen. Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich habe ihn von meinem Onkel bekommen. Das ist ein super seltener Stein vom Mond. Der ist so cool. Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir. Dann gehen wir ihn doch holen. Hä? Wow. Wie kam das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer. Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen, denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen. Oh nein, das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde. Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat. Einen Mondmagneten wie Luna Girl. Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette! Greg wird zu Gecko! Ja! Connor wird zu Catboy! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir Luna Girl finden, desto eher habe ich meinen Spezialstein wieder. Zum Eulengleiter! Oh, was ist da los, Eulette? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen. Ich fliege uns da lieber raus. Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein. Wir müssen alle Steine finden, Gecko. Gib dein Bestes, Eulette. Mach ich, aber haltet euch fest, denn hier werden gleich viele Federn gerupft. Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so Schweres hochgehoben. Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das macht. Oh, toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark. Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will. Eulenaugen! So ist das also. Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten Turbo stark zu machen. Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon. Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten. Eulenkrallen, ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen. Super Eidechsengriff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit. Komm wieder rein. Ich bin sicher mit meinem Super-Eidechsen-Griff. Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen. Na gut, Gecko. Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein. So können wir uns an Luna Girl anschleichen. Luna Girl, du hast etwas, das mir gehört. Hä? Wie es aussieht, kriegen wir Besuch. Mondenergie, schnapp dir die Pyjama-Plagegeister. Gecko, du hast uns auffliegen lassen. Es tut mir leid. Ich war so wütend, dass Luna bei mir meinen Stein geklaut hat. Gecko, dein Stein ist nur ein Ding. Die Mission ist viel wichtiger. Wir müssen alle Steine wiederfinden. Schon vergessen? Und diesen turbogeladenen Magneten stoppen, bevor... Runter! Ha! Ihr Nulpen habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten. Nehmt das! Super Gecko-Tarnung! Ha 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 ha!
Diese magnetischen Steine zurückgeben. Gib mir wenigstens meinen wieder. Das ist der Weiße da. Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Er ist wirklich was Besonderes. Ha, was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben. Bitte, er stammt direkt vom Mond. Vom Mond? Ich habe eine Idee. Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi. Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein. Danke, Eidechsenfuß. Nein, warte, das geht nicht. Das ist dumm und sehr gefährlich. Mir doch egal. Ich will meinen Mond haben. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen. Es ist mir so rausgerutscht. Ist schon gut, Gecko. Aber jetzt müssen wir sie aufhalten. Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant. Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen. Keine Sorge, ich habe einen PJ-Plan. Aber du musst dabei mitmachen, Gecko, und darfst nicht deinen Spezialstein suchen. Ich bin dabei, Catboy. Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern. Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten. Und so werden wir es machen. Das ist es. Das ist das Allerbeste. Nur für mich allein. Mondenergie, hol mir den Mond. Ja, mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören. Nur mir. Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen. Mein Mondstein. Motten, schafft mir dieses Federvieh vom Hals. Nicht so schnell, Motten! Ich hab die Motten und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl. Schnapp dir den Magneten, Gecko! Mein Stein! Aber Gecko, das ist nur ein Stein! Der Magnet! Hol dir den Magneten! Oh, er ist doch so nah! Komm, Mondbord, los! Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr. Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond. Ich will aber den ganzen. Ihr habt mir dabei geholfen und das alles nur wegen eines Steins. Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß. Mondenergie, hol den Mond! Ringelndes Reptil, es ist wahr. Ich habe die ganze Mission verdorben, nur wegen eines Dings. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Husch, husch, husch. Puh, danke, Gecko. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen. Ah, hey! Was ist da los? Der Mondmagnet sollte doch am Mond kleben bleiben. Und das tut er auch. An meinem Stückchen Mond. An meinem Spezialstein. Großartige Idee, Gecko. Nicht mehr lange, du grüner Gremlin. Eulenflügelwind. Hey! Schnell, während sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder. Super Katzensprung. Ich hab ihn. Aufhören, ihr Steindiebe. Wir haben alle Steine. Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl. Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen. Und ich bin stark genug für das hier. Super Gecko-Muskel! Ah! Und weg mit dir, Luna Girl. Na, das werdet ihr mir büßen! Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört.
Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen. Es war wirklich tapfer von dir, deinen Spezialstein zu opfern. Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen. Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum. Das machen wir gemeinsam. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können. Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke. Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben. Das ist nur ein Ding. Und Dinge sind nicht so wichtig. Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war. Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten. Vielleicht will ich doch einen neuen. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört. Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe. Nur Geduld, Catboy. Wow, schaut euch den coolen Super-Kid-Pokal an. Den will ich unbedingt gewinnen. Aber die Wettläufe sind schwer. Der Eierlauf, das Dreibeinrennen, das Ballrennen. Wenn ich mein Catboy-Tempo hätte, würde ich den Pokal sicher gewinnen. Mit normalem Connor-Tempo habe ich keine Chance. Es gewinnt immer der Schnellste. Nicht alle Super-Kid-Pokal-Wettläufe werden mit Tempo gewonnen. Hast du denn noch nie gehört, dass in der Ruhe die Kraft liegt? Oh, das stimmt doch nicht. Es gewinnen immer nur die Schnellsten. Connor, das ist die falsche Richtung. Der Pokal ist hier auf dem Sportplatz. Oh, na ja, aber ich bin trotzdem schneller als ihr. Kommt mit. Der Pokal, wo ist der? Seht mal, Ninja-Lino-Fußabdrücke. Also hat ihn Nacht-Ninja gestohlen. Wir müssen ihn zurückholen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette. Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Schaut, Ninjalinos! Aber warum trainieren sie? Ich wette, das hat was mit dem gestohlenen Pokal zu tun. Zum Katzenflitzer! Wir wissen, dass du den Super-Kid-Pokal geklaut hast, Nacht-Ninja. Gib ihn zurück, sofort! Na klar, Pyjama-Plagegeister. Aber vorher müsst ihr mit mir drei Wettläufe machen. Derjenige, der die meisten gewinnt, kriegt den Pokal. Und er wird mir gehören, denn ich bin der Beste. Niemals. Niemand kann mich besiegen. Ich bin Catboy, der schnellste Held in der Nacht. Dann willkommen zu meinem super Herausforderungswettlauf, wo ich, Nacht-Ninja, beweisen werde, dass ich der größte Läufer bin, den die Nacht je gesehen hat. Luna Girl, was willst du hier? Nun, ich fand, ein unfairer Wettlauf verdient auch einen unfairen Schiedsrichter. Wie mich. Eine Schurkin als Schiedsrichterin? Niemals! Sie lässt sich doch gewinnen. Oh, das stimmt. Macht mit oder lasst es einfach sein. Wir sind dabei. Wir werden so klar vorne liegen, dass sogar Luna Girl zugeben muss, dass wir gewonnen haben. Hervorragend. Und hey, wo ist jetzt der Pokal? Ich würde ihn sehr gerne sehen. Nicht jetzt. Aber du wirst ihn noch lange genug bestaunen können, sobald ich ihn gewonnen habe. Finde diesen Pokal, Motte. Ich wette, er glänzt und ist wunderschön. Und ich will alle glänzenden und wunderschönen Dinge haben. Im ersten Wettkampf trägt jeder Wettstreiter ein Ei bis zum Ende der Bahn. Auf einem Löffel. Hä? Hey! Möge der frechste Wettstreiter gewinnen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich komme!
schon vergessen. Aber ich muss aufholen. Jetzt wird es Zeit, mal so richtig Gas zu geben. Super Katzentempo! Mach langsam, Catboy! Catboy! Gut gemacht, Ninji. Oh, ich bin ein G-G-G-Gewinner. Man sollte mich Nachgewinner nennen. Ein Rennen habe ich schon gewonnen und es fehlen nur noch zwei. Mag sein, dass wir dieses verloren haben, aber dafür gewinnen wir das nächste. Es ist Zeit für den Wettlauf Nummer 2. Aber wie sollen wir rennen können, wenn wir aneinander gefesselt sind? Ich weiß es nicht. Mir kommt's einfach vor. Hey, du schummelst. Das lasse ich durchgehen. Was habt ihr erwartet? Ich bin eine Schurkin. Auf die Plätze, fertig, lauf! Habt ihr den Pokal gefunden? Dann sucht weiter, ich will ihn. Catboy, sobald ich fliege, setzt du den Superkatzensprung ein, damit wir beide Gecko hochheben können. Alles klar, beeil dich. Auf drei. Eins, zwei. Oh! Warte, Catboy! Ich bin stark, aber ich bin noch kein Gummiband. Versuchen wir es nochmal, aber mit Ruhe. Okay. Wir müssen absolut im Gleichschritt laufen. Eins, zwei, 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 bis ihr Klebeklatscher abkriegt. So ein Schummelschurke. Keine Sorge, wir sind noch im Rennen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Was? Ihr habt doch gesagt, wir haben Zeit für ein Päuschen. Du hattest recht. Wir werden gewinnen. Oh, oh. Aber nur, wenn wir im letzten Abschnitt noch richtig Gas geben. Na los! Oh nein! Wow! 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 Hey! Wir hätten fast verloren. Haben wir aber nicht. Wir haben gewonnen. Ja, schlechte Nachrichten, Ninji. Das ist alles eure Schuld, Ninjalinos. Wow! Okay, ein Wettlauf hat Ninji gewonnen, einen die Pyjama-Plagegeister. Also, wer den letzten Wettlauf gewinnt, bekommt den Pokal. Wir dürfen nicht verlieren. Und da ihr nutzlosen Motten den Pokal nicht gefunden habt, liegt es jetzt an mir. Gute Neuigkeiten, ich steige ins Rennen mit ein. Hey! Keine Sorge, Ninji. Ich sorge nur dafür, dass du gewinnst. Es sei denn, ich besiege ihn rein zufällig. Du hast nie gesagt, dass wir auch gegen Luna Girl antreten. Pech, Flatterfeder. Sie ist unsere Schiedsrichterin. Also macht sie auch die Regeln. Okay. Aus jedem Team muss ein Teilnehmer auf einem dieser Riesenbälle balancieren. Oh, ich. Niemand balanciert so gut wie eine Katze. Okay. Aber vergiss nicht, bleib ruhig und gelassen. Auf die Plätze, fertig und los! Bleib ganz ruhig, bitte. Dann gewinnen wir. Oh, oh. Um den Super-Kid-Pokal zu gewinnen, muss ich schneller werden. Super-Katzen-Tempo! Ich bin zu schnell. Ich kann nicht mehr ausweichen. Haha. Oh, schnappt ihn euch. Du hinterhältige Betrügerin. Ich sollte doch gewinnen. Ups. Meine Schnelligkeit hat mir nicht geholfen. Wenn wir den Pokal wiederhaben wollen, muss ich mit Ruhe und Geduld vorgehen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Hey, wir haben alle ein Rennen gewonnen. Es ist Gleichstand. Wir brauchen eine letzte, unglaubliche Herausforderung. Und wer die gewinnt, bekommt den Pokal.
Okay, wir laufen von hier bis zum Sportplatz auf diesen Riesenbällen. Und was soll daran so unglaublich sein? Ja, das haben wir schon getan. Aber habt ihr dabei auch ein riesiges Ei auf einem Löffel getragen? Ist ja babyleicht. Okay, aber mit Ninjalinos auf unseren Köpfen. Das wird einfach. Der Katzenklo-Bubi wird wieder versagen. Und ich gewinne. Niemals. Ich gewinne. Hey! Wow! Ich weiß. Mit Ruhe und Geduld. Mit Ruhe und Geduld, mit Ruhe und Geduld. Gib Gas oder du verlierst, Schleicher. Hey! Oh. Wow. Schuld. Meine Schuld? Du bist die Schummlerin. Ja! Aha, danke, Ninjalinos. Diesen Pokal haben wir wieder zurück. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Connor ist der Gewinner des Superkid-Pokals. Connor! Connor! Zeitlupen-Gecko. Greg, die Glocke hat geläutet. Hä? Seht mal, was ich Tolles mit dem Ball mache. Hey, Ball, komm zurück. Greg, der Lehrer wird jeden Moment hier sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Schaut's! Bilde ich mir das nur ein oder läuft er wirklich sehr langsam? Ja, super langsam. Es wird schon dunkel sein, bis er hier ist. Seht, er ist nicht der Einzige, der sich in Zeitlupe bewegt. Was ist hier los? Heute Nacht finden wir's raus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Die Stadt wirkt sehr ruhig. Zu ruhig. Schaut mal! Romeo, was führt er im Schilde? Was es auch ist, wir lassen es ihm nicht durchgehen. Zum Geckomobil! Das ist der Platz. Hat jemand Romeo gesehen? Hey, Kätzchen, nicht so schnell. Geschnallt? Leider nicht. Ach, dann sieh zu. Oh nein, was tut er dieser armen Katze an? Der Katze geht's gut. Sie bewegt sich nur in Zeitlupe. So wie der Lehrer und der Schmetterling heute früh. Romeo benutzt diese Uhr am Labor, um alles langsamer zu machen. Nicht mehr lange. Gecko, du schleichst dich von hinten an und zerstörst diese Uhr. Eulette und ich lenken ihn ab. Alles klar. Super, Gecko-Tarnung. Warum machst du alles langsamer, Romeo? Die PJ Masks. Das wurde aber auch Zeit. Geschnallt?
Zeit. Ich bin heute in Bestform. Das sind Sie in der Tat, Meister. Ach ja, findest du? Ich mache nämlich alles langsamer, weil dann alle zu langsam sind, um mich daran zu hindern, die Welt zu erobern. Und sobald ich meine Uhr im Stadtzentrum abgestellt habe, wird die Explosionswelle jeden treffen und dann sind alle für immer langsam. Cool. Ich bin ein Genie. Habe ich euch doch gesagt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, das glaube ich nicht, Romeo. Gecko, jetzt! Wo ist er? Jetzt! Jetzt! Gecko! Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist echt cool. Netter Versuch, Schnarchnasen. Ups, er ist entkommen. Was ist passiert, Gecko? Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist wirklich cool. Aber Gecko, Romeo ist entkommen. Du musst dich konzentrieren. Macht euch keine Sorgen. Ich habe einen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Mit dem Gecko-Mobil haben wir die Möglichkeit, direkt zu Romeos Labor zu fahren, ohne dass er uns sehen kann. Schaut, da ist das Labor. Gecko-Mobil-Tarnung. Hast du auch was? Negativ. Sicher wieder diese PJ-Masks. Oh nein, ein Vogel. Husch, Vogel, flieg weg. Na los, los. So was sieht man nicht alle Tage. Moment, das sind die PJ-Masks. Jetzt habe ich sie endlich. Er kann uns sehen. Gib Gas, Gecko. Seht mal den Vogel. Fliegt er oder sitzt er? Wer weiß. Vergiss den Vogel. Schau. Oh nein. Ich wünsche euch mehr Glück beim nächsten Mal. Wenn Romeo das Stadtzentrum erreicht, macht ihr die ganze Stadt super langsam. Ihm nach, Gecko! Das klappt nicht. Das Gecko-Mobil fährt nur noch in Zeitlupe. Dann müssen wir Romeo wohl zu Fuß verfolgen. Kommt mit! Müssen wir nicht ins Stadtzentrum fahren? Wozu die Eile? Wir haben doch genug Zeit. Geschnallt. Er gönnt sich eine kleine Pause. Okay, das ist der Plan. Wenn wir uns aufteilen, kann er uns nicht alle langsamer machen. Eulette und ich greifen Romeo direkt an. Und du, Gecko, versteckst dich, bis ich dir das Signal gebe. Alles klar. Diesmal lasse ich mich nicht ablenken. Okay, maximales Tempo. Und jetzt schau zu, Roboter. Nichts ist zu schnell für Romeo. Ein Frisbee in Zeitlupe? Das ist ja abgefahren. Du schon wieder? Gecko, Vorsicht! Lauf! Ah! Ups, nicht schnell genug, Gecko. Ich muss lernen, mich nicht so ablenken zu lassen. Bis dann, PJ Masks. Ich bin unterwegs ins Stadtzentrum. Glaubt mir, das wird der Kracher. Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Ich bin nur super langsam. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen. Macht lieber ohne mich weiter. Niemals, Gecko. Wir sind ein Team. Du hast recht, Catboy. Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen. Dann mal los. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Leute, jemand von euch muss mich tragen, bitte. Eulette, du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gecko-Stärke um diese Uhr. Catboy, wenn es Eulette erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken. Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe. Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken. Du schon wieder? Zeit, dich ein bisschen langsamer zu machen, Piepmatz. Das werden wir noch sehen, Romeo. Ah!
Verbesserungen diesmal. Ihr habt mich fast erwischt, Meister. Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen. Nur ein bisschen schneller. Kriegst du nicht, Roboter! Flatternde Federn! Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Super Katzentempo! Hör auf, mich abzulenken! Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung! Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein. Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko-Muskel. Was? Yay. Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh oh. Ja! Ja, Schluss mit langsam! Seht her! Tanzen Go-Go, den Gecko, Go-Go! Los, Gecko! Los, Gecko! Ich hasse diesen Go-Go-Gecko, ihr verflixten PJ Masks! Meine Zeit wird kommen! Meine Zeit wird kommen! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hallo, Greg. Hallo, Leute. Du hast den Ball mitgebracht. Zeigst du uns den Trick? Na, Logo. Aber erst später. Jetzt ist Zeit für Unterricht. Du hast recht. Sehr gut, dass du dich nicht ablenken lässt. Danke. Super langsamer Abklatscher. Ja. Gecko und der allmächtige Stein. Kung Fu? Ja. Das habe ich gerade gefunden. Es steckt voller cooler Geschichten über Kung-Fu-Meister. Seht euch mein Buch an. Es handelt von den stärksten Athleten der Welt. Wow. Wow. Aber es kommt noch besser. Schaut, was er alles gewonnen hat. Pokale und Medaillen. Hey, vielleicht gewinne ich mal eine Medaille. Ich glaube, es gibt keine für Super-Gecko-Stärke. Komm mit, wir lesen im Park weiter. Wenn ich nur was gewinnen könnte, um zu beweisen, dass ich stark bin. Greg? Was ist mit den Laternen passiert? Die sind ja total verbogen. Wow, wer das gemacht hat, war echt stark. Mag sein, Gecko, aber dafür bekommt man keinen Pokal. Und es ist auch nicht in Ordnung. Wer war das? Im Hauptquartier finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Zum Gecko-Mobil! Oh.
mein Katzenschnurrhahn! Vorsicht! Ein riesiger Stein rumpelt durch die Stadt? Schnell, habe ich gesagt, ihr Ninja-Faulpelze! Ich muss diesen Stein spalten! Nacht-Ninja, was führt er im Schilde? Er muss zerbrechen! Nichts und niemand übersteht meinen Mega-Dreifachschlag! Au, au, au! Übst du einen neuen Tanzmove ein, Nacht-Ninja? Nicht mal annähernd. Ihr Pyjama-Plagegeister habt keine Ahnung, was ich hier habe, nicht wahr? Einen riesengroßen Stein? Nicht nur irgendeinen Stein. Meine Ninjalinos haben ihn von einem antiken Tempel weit oben auf einem Berg tausende Kilometer entfernt bis hierher gerollt. Er ist der allmächtige Stein. Der allmächtige Stein? Davon habe ich im Kung-Fu-Buch gelesen. Es gibt eine Legende darüber. Darin versteckt ist ein wertvolles Medaillon. Wie das hier? Das sieht aus wie eine Medaille. Ein Medaillon, keine Medaille. Nur der stärkste Held kann den Stein zertrümmern und es freilegen. Und mit stärkstem Held meine ich mich. Stärkster Held? Aber du bist doch gar kein Held. Wartet nur, bis ich dieses Medaillon an meinem Hals trage. Dann wird euch das Lachen vergehen. Ein Medaillon für einen Superstarken, hä? Huh? Wenn ich es hätte, wüssten alle, dass ich der Stärkste bin. Gecko! Was redest du denn da? Wenn ich den Stein zertrümmere, dann kriegt nicht Nacht-Ninja das Medaillon, sondern ich. Ich trage es wie die Athleten aus meinem Buch. Setzt eure Kung-Fu-Fähigkeiten ein, Ninjalinos. Ja. Ihr müsst fester zuschlagen. Und zwar so. Hi-ya! Du bist nicht stark genug, aber ich wette, ich bin es. Gecko, hör auf! Aber wenn ich ihn zerbreche und das Medaillon bekomme, dann kann Nacht-Ninja keine anderen Sachen mehr zertrümmern. Träum ruhig weiter, Eidechsenfuß. Ninjalinos, rollt den Stein! Weiter so, er geht sicher bald zu Bruch. Wenn der Stein weiter so herumrollt, macht er noch die ganze Stadt platt. Wir müssen ihn aufhalten. Stein zerbrechen. Niemand kann diesen Stein zerbrechen, Gecko. Wir müssen ihn nur aufhalten. Es würde doch beweisen, dass ich super stark bin. Ich könnte es an die Wand hängen. Du bist super stark. Wenn du diesen Stein triffst, fliegt er weg wie nichts. Probieren wir was anderes. Ich laufe im Kreis um Nacht-Ninja und seine Ninjalinos herum. Ja, und ich fliege mit Gecko hin, damit er... Den Stein zertrümmern kann? Nein, wir bringen ihn ins Hauptquartier. Na gut. Na dann los. Super Katzentempo. Happy, und jetzt trage ich ihn ins Hauptquartier. Nur ein Versuch kann ja nicht schaden. Super Gecko-Muskel! Ups, Gecko! Er hat euch den Plan verdorben und mit seinen winzigen Eidechsenärmchen habt ihr nichts zerbrochen. Und jetzt seht zu, wie der Ninja-Meister seine Stärke einsetzt. Ninja-Spetterschlag! Der Spielplatz! Oh nein! Eulenflügel gewinnt! Fang ihn, Gecko! Gut gemacht, Gecko. Danke. Wie wär's mit einem weiteren Versuch? Hä? Aber... Ich bin auch ganz vorsichtig. Ich weiß, dass ich sie kriegen kann. Erst recht mit meinem Super-Gecko-Dreifachschlag. Diese Eidechse hat ja gar keine Kraft. Ach ja? Nächstes Mal klappt's. Wirst schon sehen. Ninjalino Rambock! Eins, zwei, drei! Was? Ich bin absolut stark genug. Gecko Steinbrecher! Noch immer nicht zerbrochen. Ein weiterer Versuch.
Jetzt wird's langsam ganz schön albern. Albern war doch auch schon Nachtninja, hängend am Laternenpfahl mit dem Seitwärtsfußstoß. Da ist er! Ich mach ihn kaputt, ihr werdet schon sehen. Und wenn ich ihn dafür gegen das härteste Gebäude der Stadt schmettern muss. Na, ratet mal, welches das ist. Nicht unser Hauptquartier! Wenn es dabei kaputt geht, können wir keine PJ Masks mehr sein. Das darfst du nicht tun, Nachtninja. Ich hatte gedacht, du verstehst das, Eidechsenfuß. Du hast doch selbst versucht, ihn zu zertrümmern. Springt! Ringe desertiert! Das werde ich nicht zulassen! Oh nein! Er kommt auf uns zu! Steh doch nicht einfach da und glotzt! Flatternde Federn, das war knapp. Nachtninja dreht völlig durch. Das ist alles meine Schuld. Super Gecko-Muskeln! Tut mir so leid. Ich hätte den Stein ins Hauptquartier bringen sollen. Hab ich aber nicht. Der Stein hat euch beinahe erwischt. Ist schon gut. Wir sind entkommen und das Hauptquartier steht wieder. Aber ihr seid in Gefahr gewesen. Jeder ist in Gefahr, solange dieser Stein noch rumpoltert. Ich fürchte, du hast leider recht. Macht euch zum Staunen bereit. Wenn wir das hier verwenden, wird der Stein noch viel härter aufschlagen. Niemals. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir hatten schon genug Ärger mit diesem Stein. Niemand hält mich auf, Eidechsenbubi. Das Medaillon wird mir gehören. Gecko, nein! Lauf! Weg mit dir von hier! Super Gecko-Muskel! Wow! Das war aber wirklich ein mega harter Schlag! Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich habe mich vorher noch nie so stark gefühlt. Weil du uns vor dieser Gefahr retten wolltest, Gecko. Und dafür hast du deine ganze Superstärke rausgeholt. Ihr habt recht. Gib das Medaillon zurück! Es gehört mir! Niemals! Es gehört dir nicht! Aber ich habe den Stein zertrümmert. Ich habe ihn auf euer Hauptquartier geworfen. Du hast ihn geworfen, aber Gecko hat ihn zertrümmert. Mit seiner Superkraft. Aber das ist doch Unsinn. Wie kann eine Eidechse stärker sein als ich? Weil wahre Stärke darin liegt, sich um seine Freunde zu kümmern. Wo bleibt denn da der Spaß? Na gut, ihr Baby-Masks könnt es behalten. Aber ich komme wieder, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und euch schicke ich in diesen alten Bergtempel zurück, wo ihr noch mehr trainieren müsst, Ninjalinos. Du hast dieses Medaillon definitiv verdient, Gecko. Danke. Aber es stammt von weit her und es gibt eine Legende darüber. Wer braucht denn schon ein Medaillon? Ich gebe es dem Museum, dann können es alle bewundern. Cool. Und vielleicht kannst du irgendwie anders deine Stärke beweisen, bevor wir fertig sind. Mhm. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wer den Stein zertrümmert hat, war super stark. Und wer es war, bleibt ein Geheimnis. Eulette, die Meisterpilotin. Ich freue mich schon so auf die Looping-Flugschau heute. Die haben da einen Heißluftballon und ganz viele altmodische Flugzeuge, die durch die Luft fliegen. Genau wie ich. Hey, wo sind denn die Flugzeuge? Keine Ahnung, gestern Abend standen sie noch flugbereit hier, aber heute Morgen waren sie weg. Es tut uns sehr leid, die Veranstaltung wird abgesagt. Das ist ja furchtbar. Wer klaut denn so viele Flugzeuge? Hier drüben. Schaut euch die kleinen Fußabdrücke an. Die stammen von den Ninjalinos. Nachtninja hat einen großen Fehler gemacht. Niemand überflügelt mich auf einer PJ Masks-Mission. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Echo.
Fanger wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Zum Eulengleiter! Diese Flugzeuge sollten an der Looping-Flugschau teilnehmen, Nachtninja. Wozu denn das? Es kann sie doch niemand so gut fliegen wie ich. Fangt mich, wenn ihr könnt. Keine Sorge, PJ Masks. Selbst mit geschlossenen Augen fliege ich besser als diese Ninjas. Eulengleiter Turbo! Ich verwirre sie mit den Lichtstrahlen, damit sie landen müssen. Gib Acht, Eulette. Nachtninja führt immer etwas ganz Gemeines im Schilde. Er hat doch keine Chance gegen eine fantastische Pilotin wie mich. Flugmanöver 77, jetzt! Aber... Was? Klebegreifer aktiviert! Nein! Eulette! Was ist da los? Keine Ahnung! Ich komme hier nicht vom Fleck! Jetzt nehmen wir unser Spatzenhirn und ihre Freunde auf einen wilden Ritt mit. Los geht's! Schlange, stopp! Wie meinen, mein schuppiger Freund? Hast du Absturz gesagt? Gut, wie du willst. Zieht die Klebegreifer wieder ab. Wieder ein Fluggerät außer Betrieb. Jetzt fehlen nur noch ein paar und dann bin ich der Einzige und der beste Pilot am Himmel. Viel besser als du, Spatzenhirn. Was meint er damit, dass er der einzige Pilot am Himmel ist? Vielleicht will er auch den Heißluftballon von der Flugshow klauen und alles andere in der Stadt, das fliegen kann. Eulette, verfolge ihn. Aber der Eulengleiter ist kaputt. Du brauchst den Eulengleiter nicht. Du kannst auch ohne ihn gut fliegen. Ich kann nicht. Wie meinst du das? Ich meine, er ist zu gut. Ich kann nicht so gut fliegen wie er. Was? Du kannst hervorragend fliegen. Dass er den Eulengleiter zerstört hat, ist doch nicht deine Schuld. Ja, und wir helfen dir. Wir bringen den Eulengleiter ins Hauptquartier zurück und dann machen wir einen Ausflug ins Museum. Das war gar nicht so schwer. Wie gut, dass dieses alte Flugzeug noch im Museum stand. Cool, hä? Puh. Ihr macht das hervorragend. Ihr werdet Nachtninja schon fangen. Aber du bist doch der PJ-Flugexperte. Also tun wir, was du sagst. Was ich sage? Aber... Da sind sie. Sie werden sich den Heißluftballon mit den Klebegreifern schnappen. Okay, Eulette. Wie fliegen wir, um sie aufzuhalten? Was sollen wir tun? Nachtninja darf uns nicht noch ein Fluggerät wegnehmen. Okay, keine Sorge. Wir versuchen es. Los, PJ Masks! Was? Halt an! Ich weiß nicht wie! Das war der absolute Brüller. Leider kann ich nicht bleiben. Ich muss wegfliegen. Was war denn los, Eulette? Wir hätten dich da oben gebraucht. Es tut mir leid. Nachtninja und die Ninjalinos sind so gut. Habt ihr ihre Manöver nicht gesehen? Sie sind nicht so gut wie du. Und wir können auch nicht so gut fliegen. Du musst uns helfen. Das schaffst du, Eulette. Ganz sicher. Na gut. Eulenaugen! Sie haben das Raumschiffmodell aus dem Museum geklaut. Nachtninja darf so etwas nicht machen. Also, wie lautet der Plan? Vielleicht könnten wir... Wir könnten? Nein, das klappt nicht.
Ist schon gut. Wir überlegen uns unterwegs was. Catboy eilt zur Rettung! Wir haben ihn verloren. Er ist so gut im Abdrehen und Abtauchen und in allem. Ich kann da nicht mithalten. Warte! Wo willst du hin? Zum Hauptquartier. Ohne mich seid ihr besser dran. Nein, sind wir nicht. Wir brauchen dich. Du bist die beste Fliegerin, die wir kennen. Wir glauben an dich. Na, wenigstens ihr. Nur du kannst uns das Fliegen beibringen. Wenn du es nicht tust, dann stoppt sich Nachtninja jedes Fluggefährt in dieser Stadt. Habt ihr mich vermisst, PJ Masks? Es wird Zeit, noch ein Fluggerät zu klauen. Okay, Eulette, sie kommen direkt auf uns zu. Vielleicht sollten wir uns hinter dem Hauptquartier verstecken und einen Überraschungsangriff starten. Na gut, dann folgt mir. Sie kommen näher. Der kaputte Eulengleiter muss wohl im Hauptquartier sein. Während diesem Pyjama-Federvieh schwindelig wird, reißen wir das Hauptquartier ein und zerschmettern den Eulengleiter für immer. Catboy, nach links! Oh nein, ich meinte nach rechts! Dreh um! Eulenflügel weg! Wir Catboy! Eulette, du bist fantastisch geflogen! Danke. Das war unglaublich, Eulette. Aber jetzt müssen wir Nachtninja aufhalten. Und du bist die Einzige, die wirklich fliegen kann. Du hast es gerade bewiesen. Ihr habt recht. Er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Denk schnell nach, Eulette. Sie hängen am Hauptquartier fest. Und das bedeutet... Sieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch und Vollgas voraus! Fertig! Sieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann. Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage runter, drückst du den Hebel fest nach vorn. Runter! Schnappt sie euch! Und jetzt hoch und quer! Spiral, hoch nach rechts! Fangt sie, Ninjalinos! Jetzt müssen wir die Flugzeuge erwischen. Gecko, wir brauchen deine Superstärke. Catboy, folge mir. Kommt näher und bleibt ruhig. Super Gecko Muskel. Bereit zur Landung, fliegender Catboy? Bereit, Captain Eulette. Nächstes Mal kriege ich euch, ihr Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Jetzt holt mich hier runter, Ninjalinos! Cooles Chamäleon, das war super! Du bist die beste Pilotin aller Zeiten! Wahrscheinlich ist es so. Leute, schaut mal! Da sind all die anderen Fluggeräte! Und wir haben noch genug Zeit, sie vor morgen früh zurückzustellen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Das war nicht übel, aber wenn ich fliegen würde, würde ich ein Looping machen und dann eine gedrehte Häschenhüpferdrehung, wie diese hier. Miau, 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 miau.